Hallo, ich begrüße euch zu Sandys Diabetes Loop. Es ist nun doch schon einige Zeit her, dass ich euch was Neues vorstellen konnte. Heute habe ich mal wieder was ganz, ganz Tolles, und zwar ein CGM-System, das gar noch nicht so bekannt ist. Es wird von der Firma Juwell vertrieben. Es heißt CT10 und ich werde natürlich ein kleines Unboxing machen, wo man im Prinzip zeigt, was ein bisschen drin ist, und werde dann aber auch das Ganze ein bisschen vorstellen. Werde natürlich auch die App nutzen, und zwar wir Looper kennen die App unter PodTech. Also es ist im Prinzip der PodTech-Transmitter. Und das werde ich euch einfach zeigen, Stück für Stück. Eine der Besonderheiten ist, dass dieser Transmitter alle 3 Minuten misst. Nicht wie der Dexcom alle 5 Minuten oder jetzt der Libre 3 alle jede Minute. Der PodTech bzw. der Juwell CT10 begnügt sich mit alle 3 Minuten. Also ich bin dann gespannt, wie sich das dann später in Android APS einbinden lässt und ob es da Schwierigkeiten gibt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nach dem Intro geht's los. So, dann schauen wir mal, was Juwell uns Schönes geschickt hat. Im ursprünglichen Starter-Kit sind 3 Sensoren drin, ein Transmitter, den zeige ich euch später, wie man es dann zusammenbaut, und ein Empfangsgerät. So sieht das Ding von oben aus, also ein bisschen gefällig haben sie es auf jeden Fall gemacht. Wie gesagt, eine der speziellen Geschichten vor dem System ist auf jeden Fall, dass es alle 3 Minuten misst, finde ich schon mal sehr interessant. So, jetzt schauen wir, was sie uns alles mitgeschickt haben. Da haben wir natürlich einen Lieferschein, aber das ist so interessant für uns. Eine Luftpolsterfolie. Hier haben wir eine Kurzanleitung, Schritt für Schritt, wie man den Transmitter zusammensetzt, wie man den Sensor anbringt und wie man das Ding in der App initialisiert und wieder deaktiviert. Dann haben wir hier den Sensor bekommen, so ein Stift, das zeige ich euch dann später, wie man den entsprechend montieren kann, beziehungsweise ja, anbringt. Hat auf jeden Fall 2 Sicherungsstifte, aber wie gesagt, das kommt später. Dann haben wir hier den Transmitter, denke ich mal. Und das Spezielle an dem Gerät ist, oder an dem CGM ist, da ist eine Batterie dabei. Das heißt also, diese Batterie hält 10 Tage und nach 10 Tagen muss man sie entsorgen. Hat natürlich den Vorteil, dass ich immer nur die Batterie entsorge und nicht jedes Mal Unmengen an Elektromüll produziere, nur weil der Transmitter leer ist, sondern ich muss eigentlich nur wirklich die Batterie entsorgen. Ansonsten haben sie da nichts mehr weiter drin. Ich sage schon mal Dankeschön an die Firma Juwell, damit sie mir die ganzen Sachen überhaupt zur Verfügung gestellt hat. So. Gut. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Hier steht schon mal drauf, dass der Transmitter drin ist. Schaut im ersten Moment schon mal sehr gefällig aus von der Verpackung her. Fast wie ein Eheding, hätte ich fast gesagt. So. Und genauso ist er verpackt. Also das sieht schon mal echt toll aus. Das Ding mal raus. Nehmen wir den mal raus. So sieht er aus. Hier haben wir die Pluskappe oder die Batteriekappe, legen wir mal daher. So, kommt da oben noch zum Vorschein. Ah ja, okay, da gibt es nochmal einen separaten Batteriefachdeckel. Und hier haben wir im Prinzip dann auch nochmal eine kleine Anleitung, wie man den Transmitter setzt, wie man das Ding startet. Ja, so. Damit Kurzanleitung in Deutsch, das ist für uns ein bisschen einfacher. Da
initialisieren vom Sensor. Aber da haben sie auch mehrere Sprachen drin, also daran sieht man, dass sie auf jeden Fall interessiert sind, sich weiter zu verbreiten, finde ich gut. So, dann packen wir die wieder zusammen. Das sind im Prinzip die Sachen, die, hier, die ich hier geschickt gekriegt habe. Wie gesagt, Dankeschön nochmal an die Firma Juwel für diesen CT10-Sensor mit dem Transmitter C100. Und ja, ich werde das ganze Ding dann, wie gesagt, mal anlegen und euch zeigen. Vorher gibt es natürlich noch ein paar schöne Aufnahmen von dem Sensor und allem drumherum. Unboxing fand ich sehr interessant und das Setzen auch. Ich zeige euch natürlich dann im nächsten Video, das ich dann auch später verlinken werde natürlich, wie ihr das Ganze in der App bzw. wie ihr das Ganze dann natürlich auch in Android APS einbindet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr Fragen rund um das Night Scout, um Android APS, Xtrip oder ähnliches habt, unten in die Kommentare bitte. Und ja, auch zu neuen CGMs oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, meldet euch einfach. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Sandys Diabetes Loop. Tschüss!